Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mass Effect Andromeda. Wir sind gerade an der Nexus angedockt und beziehungsweise sind gerade noch so im ja, was sind das dann eigentlich? So ein Andockbucht. Jetzt müssen wir mit dem Zug zur Nexus fahren. Im Zug mit der Bahn, natürlich. Aber ich schaue mich da erst noch ein bisschen um. Atrium. Wir schauen uns um im Atrium. Hübsch. Unsere Techniker müssen dafür sorgen, dass sämtliche Verbindungen zwischen der Arche und der Nexus stehen. Womit sollen wir anfangen? Richten Sie als erstes die Strom- und Datenverbindungen ein. Anschließend kümmern Sie sich um den sekundären Funkverkehr. Verstanden. Ich bespreche mich dann später mit Ihren Technikern. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Ich glaube, wir sind jetzt aber auch falsch gegangen. Oder vielleicht kommen wir da auch noch durch. Ist egal, wo wir lang gehen. Genau. Ist immer egal, wo wir lang gehen. Das ist okay. So. Sie sind automatische Staubsauger hier im Boden. Ich glaube schon, gell? Das ist ja cool. Oh, Behälter. Da können wir was öffnen. Dämpfungsspulen. Kann bei einem Händler gegen Credits verkauft werden. Geil. Ach so, warte mal. Ich wollte ja eigentlich mal gucken, wie mein Inventar so ausschaut. Da haben wir ja auch noch... Da haben wir einiges eingesammelt. Panzerung, Helm... Arme. Okay, okay. Brust gewöhnlich. Aber es macht nichts. Initiative Panzerung Beine gewöhnlich. Ich das eigentlich automatisch an? Okay, ich habe Schildkondensator und Brandmunition. Raketenwerfer. Oh. Verbrauchsobjekt selten. Mit einem Universalwerkzeug abgefeuertes Explosivgeschoss, das gewaltig Schaden verursacht. Schüsse betäuben Gegner und verursachen hohen Bonusschaden gegen Schilde. Gilt für die nächsten drei Magazine der derzeit ausgerüsteten Waffe. Schüsse verlangsamen Gegner und verursachen mittleren Bonusschaden gegen Panzerung. Gilt für die nächsten drei Magazine der derzeit ausgerüsteten Waffe. Override Pack lädt augenblicklich alle Waffen nach. Und sammelt die Kräfte wieder auf. Erhöht außerdem vorübergehend die Präzision und Schadensreduktion. Das ist geil. Können wir das anklicken? Nein, können wir nicht anklicken. Achso, das zerstören oder zurück. Das wollen wir natürlich nicht zerstören. Hallo? Rallo? Panzerungsbaupläne. Oh, guck an. Universalgebe. Oh, da müssen wir wahrscheinlich einiges sammeln noch. Die gewöhnlichen haben wir ja. Pathfinder-Helm. Oh. Pathfinder-Kampfanzüge sind stark modifizierte Varianten des Standardanzugsinitiative, bei denen zugunsten einer erhöhten Kampftauglichkeit auf bestimmte wissenschaftliche Instrumente verzichtet wird. Da die Aufgabe des Pathfinders unter anderem die Neutralisierung von Bedrohungen umfassen, sind leistungsfähige Stabilisatoren und Zielerfassungssysteme enorm hilfreich, um die Sicherheit seines oder ihres Teams zu gewährleisten. Ich kann noch gar nichts machen. Wir müssen ganz viel sammeln. Ressourcen, Bergungsgut. Wert hoch. Kann verkauft werden. Jetzt kann man alles verkaufen hier.
Spezialobjekte, ultraseltene Reliktschlüsselmaterialien. Okay, ich glaube, die Materialien, die kriegen wir einfach. Das ist, glaube ich, Bergungscode. Gut, kann ich vielleicht alles einfach verkaufen. Das ist dann auch ganz geil. So, wir machen jetzt mal weiter. Ich will euch da nicht so lange aufhalten. Wobei ich mir überlegt habe, doch mal in der Folge so ein bisschen bisherige Reise die Spezies und sowas vorzustellen. Eventuell. So. Aber jetzt haben wir vorher schon mal genug gelesen, so ein bisschen Inventar gelesen. Jetzt müssen wir mal zu Nexus reisen. Okay, Leute, das ist der Moment, auf den wir gewartet haben. Informiert eure Teams, dass die Undock-Prozedur begonnen hat. Wir haben 20.000 schlafende Kolonisten. Andromeda-Initiative. So, komm. Geben wir mal ein bisschen Gas. Bahnkonsole. Ich freue mich darauf, diesmal ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Die Nexus hat eine Rumpfbesatzung. Gerade stark genug, um den Bau der Station abzuschließen und den Archen eine sichere Anlaufstelle zu bieten. Das heißt, wir können anfangen, unsere Leute aufzuwecken. Sie haben doch hoffentlich auch eine Bar gebaut, oder? Wir brauchen schließlich Champagner für die Begrüßungsparty. Champagner? Sie rechnen mit einer Party? Naja, nach allem, was wir durchgemacht haben, könnte ich definitiv was zu trinken gebrauchen. Das gilt wohl für uns alle. Ja, es war eine harte Tour bisher. Wir rappeln uns wieder auf. Wir brauchen einfach nur was Vernünftiges zu essen und eine Dusche. Wiedersehen mit der Nexus. Die Besatzung der Nexus finden. Die werden wir auf jeden Fall finden. Aber so heller bist du, oder? Champagner. Und Cora trinkt wahrscheinlich ein Bier. Ich sehe hier nirgends Champagner. Wo sind die ganzen Leute? Weshalb uns wahrscheinlich auch niemand begrüßt hat. Unbekannt, neue Orte. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Alles ist wie ausgestorben. Ja, wenn das hier eine Überraschungsparty ist, haben sie sich echt Mühe gegeben. Naja, oder? Die machen gleich das Licht an. Wir könnten rausfinden, was die VI zu sagen hat. Ja, das hätte ich eh sowieso gemacht. Die Pflanzen sind noch am Leben. Avinia, hallo. Willkommen auf der Nexus, dem Tor nach Andromeda. Ich bin Avina, eine virtuelle Intelligenz, die Ihnen bei der Immigration helfen soll. Können Sie uns sagen, wo die Begrüßungsparty stattfindet? Es tut mir leid. Mein Code beschränkt sich auf Auskünfte und einfache Interaktionssimulationen. Wählen Sie bitte aus folgenden vorprogrammierten Antworten. Okay, wir gehen dann natürlich alles durch. Immigration. Wie läuft der Immigrationsprozess ab? Wir bitten Sie, sich einer kurzen Untersuchung zu unterziehen, um sicherzugehen, dass Sie Ihre lange Reise gesundheitlich gut überstanden haben. Anschließend werden Ihnen unsere Kolonisierungsexperten dabei helfen, eine neue Heimat zu finden. Denken Sie bitte auch an die anderen Wartenden. Tausende Kolonisten wie Sie sehnen sich danach, ihr neues Leben in Andromeda zu beginnen. Und wo sind die alle? Dieser Ort ist wie ausgestorben. Was können Sie mir über die Andromeda-Galaxie sagen? Andromeda liegt mehr als 2 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt. Keine Lebensform aus unserem Heimatsystem ist je so weit gereist, was sie zu einem wahren Pionier macht. Die Nexus selbst befindet sich in einer Region, die als Helios-Cluster bekannt ist. Hier werden sie gemeinsam mit tausenden anderen Kolonisten ihre Träume von einer neuen Heimat wahrmachen. Ihr Schicksal erwartet sie. Die Nexus? Was ist die Nexus? Die Nexus dient als zentrale Koordinationsstelle für die Kolonisierungsbestrebungen der Andromeda-Initiative. Sie ist der erste Anlaufpunkt für alle Kolonisten, die diese neue Galaxie erreichen. Bitte genießen Sie die zahlreichen Möglichkeiten auf der Nexus. Die Station wird weiter wachsen und den Kolonisten eines Tages als Regierungssitz dienen. Unser Ziel ist es, Sicherheit, Stabilität und Wohlstand zu gewährleisten. Danach sieht es aber nicht aus. Ja, würde ich auch sagen. Das aktuelle Jahr.
Welches Jahr haben wir? Wir befinden uns im Jahr 2819. Nach über 600 Jahren in der Stase ist es normal, wenn Sie sich nach der Ankunft desorientiert oder verwirrt fühlen. Unser medizinisches Personal hilft Ihnen gerne dabei, mögliche körperliche oder mentale Nachwirkungen zu überwinden. Nun, zumindest mit dem Datum liegt sie richtig. Also, wo sind die ganzen Leute? Ablauf der Ansiedelung? Wo lassen sich die Kolonisten nieder? Sobald der Immigrationsprozess durchgeführt wurde, helfen ihnen unsere Mitarbeiter dabei, sich für die Heimatwelt ihrer Träume zu entscheiden. Reizt sie das tropische Paradies auf Habitat 7? Die sanften Hügellandschaften auf Habitat 3? Oder vielleicht die mystische Dämmerung auf Habitat 5? Wofür sie sich auch entscheiden. Unsere Pathfinder haben sämtliche Kolonialwelten begutachtet, um ihre Sicherheit und ihr Wohlergehen zu gewährleisten. Uff. Habitat 7? Da sind wir doch gelandet. Ihre Informationen sind total veraltet. Ja, da haben Sie recht. Habitat 7, so toll schaut es da im Moment nicht aus. Das wäre alles. Es war mir ein Vergnügen. Wenden Sie sich bitte an unser Immigrationspersonal, um weitere Hilfe zu erhalten. Und willkommen in Andromeda, Ihrer neuen Heimat, in der kein Stern heller strahlt als Sie. Die aktuelle Wartezeit bei der Immigrationsabwicklung beträgt... Unbekannter Fehler. Okay, das war echt hilfreich. Unbekannter Fehler, ja, das dachte ich mir auch schon fast. Es wirkt, als hätten sie diesen Ort nie fertiggestellt. Sehr abgeriegelt schaut der aus. Da ist jemand. Vielleicht hat er ja Champagner dabei. Hallo. Wir sind von der Arche Hyperion und fragen uns, wo alle hin sind. Hat er sie gehört? Sagten Sie von einer Arche? Ja. Ja, wir sind gerade angekommen. Und nebenbei, Ihre VI könnte ein Update vertragen. Aber wir dachten, sie wären alle tot. Was? Oder gefangen. Oder im Orkusnebel verschollen, oder... Aber sie sind hier. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel uns das bedeutet. Ich fasse es nicht. Tyrann Kandros, ich befehlige unsere Miliz auf der Nexus. Ich bin Ryder, das sind Cora Harper und Liam Costa. Sie sind Teil des Pathfinder-Teams. Entschuldigen Sie bitte. Unsere Sensoren haben eine Arche gemeldet, aber Helios stört ständig die Gerätschaften. Wir dachten an eine weitere Fehlfunktion. Wir sind tatsächlich hier, wieso das denn? Haben Sie uns denn nicht erwartet? Ihre Arche ist die erste hier. Wir haben ein Jahr lang auf die anderen gewartet und dann diesen Bereich geschlossen und die Suche eingestellt. Sie sitzen schon ein ganzes Jahr fest? Länger. Ich erzähl's Ihnen auf dem Weg zur Zentrale. Alles, was an unserem Plan schiefgehen konnte, ist auch schiefgegangen. Wir sind vor 14 Monaten hier angekommen und direkt auf eine Wolke dunkler Energie gestoßen, die uns vom Kurs abbrachte. Ja. Die kennen wir. Dann werden Sie auch verstehen, warum wir sie die Geißel nennen. Wir haben mehrere Bereiche der Station verloren. Es gab zahllose Tote. Wir hatten keinen Strom, keine Lebensmittel. Monatelang herrschte nichts als Chaos. Letzten Endes kam es zu einem bewaffneten Aufstand. Als die Ordnung wiederhergestellt war, wurden die Rebellen verbannt. Wir nennen sie Exilan. Ist jetzt wieder alles unter Kontrolle? Nicht mal annähernd. Aber vielleicht liegt das Schlimmste ja hinter uns. Schließlich sind Sie jetzt hier. Keine Nachricht von den anderen Pathfindern? Keine Nachricht von irgendjemandem. Drohungen seitens der Einheimischen? Wir haben uns... Wir sind da. Was? Was noch? Gehen Sie schon mal vor. Ich überprüfe die Sicherheitslage. Sie sollten wissen, dass einige unserer Anführer gestorben sind. Wir versuchen, sie so gut es geht zu ersetzen. Ist es wahr? Nee. Wir sollten uns sofort zum Dienst melden. Und niemand hat überhaupt noch mit einer Arche gerechnet. Sämtliche Andockprozesse sind im grünen Bereich. Bereithalten für Einspeisung der Hyperion-Energie. Krogana! Salariana! Die Crew der Hyperion. Viel Glück. Ich bin Jaren Tan, Direktor der Initiative. Sie können sich nicht vorstellen, wie froh wir über Ihre Ankunft sind. Nicht so froh wie wir sind hier, um zu helfen.
Gerade hat es ein bisschen geruckelt. Es lag jetzt nicht an der Aufnahme, sondern es lag wirklich nur im Spiel. Hat es bei mir auch geruckelt. Ruckeligu. Wir wissen, was passiert ist und sind bereit zu helfen. Wir können jegliche Vorräte brauchen. Essen, Wasser, uns mangelt es an allem. Das ist Foster Addison. Sie leitet die Kolonialverwaltung. Wo ist Ihr Pathfinder? Steht vor Ihnen. Sie sind nicht Alec Ryder. Mein Vater ist tot. Ich bin seine Nachfolgerin. Alec ist tot? Sie müssen verstehen, die gesamte Initiative droht zu scheitern. Keine der goldenen Welten ist bewohnbar. Und wir haben nichts von den anderen Archen gehört. Was ist mit ihnen? Wissen wir nicht und unsere Vorräte sind fast erschöpft. Wir haben sie schon rationiert, aber lange halten wir nicht mehr durch. Wir müssen neue Ressourcen finden. Aber dafür brauchen wir Leute. Und wir können sie erst wecken, wenn sie einen Ort zum Leben haben. Eine goldene Welt. Wir brauchen mehr denn je einen Pathfinder. Und jetzt sind sie es, Ryder. Sind sie dem gewachsen? Mein Vater wusste, was er tat. Ich bin bereit. Hoffen wir es. Sie haben keine Wahl. Ich glaube, wir nehmen natürlich mal die logische Antwort. Sonst hätte mich mein Vater nicht ausgewählt. Er wusste, was es heißt, ein Pathfinder zu sein. Er wird nur leider nicht eingreifen können, falls Sie versagen. Oh. So behandelt man doch keinen Gast. Will ich auch, hallo? Frech? Ich bin Nagmorkesh, die Leiterin dieser Station. Ich hoffe, Sie haben sie nicht bereits verschreckt. Es ist nichts Persönliches, aber wir können uns keine Fehler leisten. Der Pathfinder scheint zumindest bereit, es zu versuchen. Eine neue Sichtweise wird uns guttun. Nun, Sie haben meine Bedenken gehört. Wir stehen alle unter Druck. Wir sollten uns in meinem Büro unterhalten, Ryder. Besorgen wir Ihnen ein Aufklärungsschiff. Die Einzelheiten kann ich gerne mit Ihrer Kollegin besprechen. Willkommen auf der Nexus. Danke für Ihre Hilfe. Was für ein Schlamassel. Also, ganz ehrlich, ich bin so froh sein, dass wir da sind. Sonst würden die noch mal blöd aus der Röhre gucken hier. Unfassbar, wie sehr alles schiefgelaufen ist. Ja, es ist schlimm. Aber noch ist es nicht vorbei. Ma'am, der Kern der Hyperion ist jetzt online. Ich möchte Ihnen was zeigen. Noch vor einer Stunde war hier alles dunkel. Doch dank der Energie aus Ihrem Schiff bleibt das Licht jetzt an. Meine Stimme haben Sie. Und wenn die Energie verbraucht ist? Reden Sie mit Direktor Tan. Sorgen Sie dafür, dass das nicht geschieht. Und schauen Sie mal bei mir vorbei, wenn Sie Zeit haben. Wow, jetzt zocken die unsere Energie ab, oder was? Sie haben Einsatzziel erhalten. Drücken Sie Escape, um Ihr Logbuch einzusehen. Krogana Salariana, die haben wir jetzt auch. Mit Tan sprechen. Wiedersehen mit Nexus. Oh, wir haben echt jetzt ein paar Sachen, ne? Zu tun. Wählen Sie eine Mission und drücken Sie leer, um die Mission zu verfolgen. Die kritischen Missionen finden Sie unter priorisierte Operation. Okay. Aber da haben wir doch. Da ist halt noch nicht so viel drin, ne? Die bisherige Reise. Heimatsuche. Was haben wir denn da jetzt? Achso, das Inventar, da haben wir doch eigentlich vorher schon mal geguckt. Zusätzliche Aufgaben. Abgeschlossene Mission. Ich glaube, wir haben schon echt einige auch abgeschlossen. Ja, so mag ich das. Da auch. Kann man eigentlich auch sehen, was wir nicht geschafft haben?
zusätzliche Aufgaben. Mit Tan sprechen, mit Cash sprechen, Kandra sprechen, Addison sprechen. Das machen wir jetzt. Soll ich es mal... Jo, läuft. Gut. Die Andromeda-Initiative, Aachen-Spezies. Wir schauen uns erstmal die Geschichte der Asari an. Archäologische Funde zeigen, dass sie reichhaltige Ressourcen auf Tessia und die natürlichen Neigungen der Asari zur Kooperation eine große Hilfe dabei waren, schon ungewöhnlich früh Städte zu bauen, die Schrift zu erfinden und Landwirtschaft zu betreiben. Der Ton der wissenschaftlichen Artikel darüber legt nahe, dass die Gelehrten der Asari darauf sehr stolz sind. Nach der Untersuchung einiger proteanischen Ruinen und der Entwicklung ihres Weltraumprogramms entdeckten Astronautinnen der Asari die Citadel, die modernste Station der Milchstraße und seit der Auslöschung der Proteaner verlassen. Als später salarianische Entdecker die Station erreichten, schlugen die Asari ihnen eine gemeinsame Regierung vor, die als Citadel-Rat bekannt wurde. Die Asari haben seitdem immer eine entscheidende Rolle in der galaktischen Politik gespielt. Asari Elite-Soldatinnen zeigten in ihren Rachni-Kriegen trotz hoher Verluste eine großartige Leistung und die kroganische Besetzung der Asari-Kolonie Luise war der Auslöser der kroganischen Rebellion. In den letzten Jahren waren die Asari vornehmlich diplomatisch tätig, unter anderem bei den Verhandlungen zum Waffenstillstand zwischen Menschen und Turianern von 2157. Gut. Oh, da haben wir einiges. Sollen wir die ganze alles lesen da? Asari. Die Asari sind bekannt für ihre hohe Lebenserwartung, ihre biotischen Fähigkeiten und diplomatisches Geschick. Sie gehörten zu den einflussreichsten Spezies in der Milchstraße. Entdeckerin der Asari stieß als erstes auf die gewaltige Citadel-Station und die Asari waren es auch, die die Gründung des Citadel-Rats anregten. Asari sind monogeschlechtlich. Ihre einzigartige Physiologie ermöglicht ihnen die Fortpflanzung mit jeder Spezies durch eine Form von Parthenogenese, bei der genetische Merkmale auf ihre Töchter übertragen werden. Fast alle Asari sind biotisch und ihre Kontrolle über die Nervensysteme ermöglicht eine Stärke ihrer Kräfte, die nur wenige andere Spezies je erreichen. Eine Asari kann 1000 Jahre alt werden und durchläuft dabei Phasen, die Jungfrau, Matrone, Matriarchin genannt werden. Asari-Matriarchinnen sind alt und respektiert und verfügen häufig über beträchtliche kulturelle und wirtschaftliche Macht. Im Helios-Cluster gibt es derartige Strukturen jedoch nicht. Ich finde es voll interessant. Also Asari habe ich auch sehr, sehr gerne gemocht in den anderen Teilen. Die Asari stammten von Tessia, dessen enorme Vorkommen von Element Zero, die Basis der größten Wirtschaftsmacht der Milchstraße, bilden. Die Asari leben in kleinen Stadtstaaten und ihre natürliche Neigung zur Zusammenarbeit hat das lose Konglomerat hervorgebracht, das als Asari-Republiken bekannt ist. Die Regierung optimiert das E-Demokratie, das heißt politische Diskussionen werden über das Extranet geführt. Und alle können daran teilnehmen. Entscheidungen werden durch Konsens und durch die Beratung politisch visierter Matriarchinnen getroffen. Wir haben ja auch schon mal in Mass Effect 3 oder früher auch schon mal den Rat getroffen. Falls ihr euch noch daran erinnern könnt. Ich habe das ja auch hochgeladen auf meinem Kanal. Das Militär der Ansari ist vergessen. Gleichsweise klein und informell, aber darum nicht weniger tödlich. Kleine Einheiten von freiwilligen Ansari-Elite-Soldatinnen, auch bekanntlich als Jägerinnen, sind für die Erhaltung des Friedens im Asari-Gebiet zuständig und gehören zu den ersten Spektras des Rats. Ihre Lebenserwartungen von etwa 1000 Jahren ermöglichen den meisten Ansari eine Beobachtung der Welt über einen langen Zeitraum. Darum sind Investitionen sowie soziale und Umweltschutzprogramme meist langfristig ausgerichtet. Dieser Ansatz weiß auch,
wegen dem viele Asari sich der Andromeda-Initiative angeschlossen, zumal die jahrhundertlange Reise sie nicht abschreckte. Sehr cool eigentlich, das ist auch logisch. Obwohl viele sie für weiblich halten, sind die Asari eine monogetische Spezies. Bei der Fortpflanzung geben sie über Parthenogenese zwei Genansätze an ihre Töchter weiter, wobei die zweite durch Kontakt mit einem Partner modifiziert wird. Bei der Asari-Verschmelzung stellt ein Asari ihr Nervensystem auf ihren Partner ein, sodass über die Haut elektrische Impulse in beide Richtungen übertragen werden, bis die beiden kurzzeitig ein einziges Nervensystem teilen. Diese exakte Kontrolle über ihre Nervensysteme sind auch der Grund für das biotische Talent der Asari. Nur wenige Spezies können so viel Kontrolle durch Übertragung erlangen, wie sie die Asari von Natur aus haben. Seit dem Beitritt zur Citadel bevorzugt es die Asari, sich außerhalb ihrer Spezies zu paaren und behaupten, dadurch würden Entwicklung und Verständnis gefördert. Außerdem reduziert es das Vorkommen von Adrat Yakshi, reinblütigen Asari, die an einem gefährlichen Gendefekt leiden. Sollten die Asari mit den Lebensformen von Andromeda kompatibel sein, wäre das ein Beweis für diverse Theorien über die Grundbausteine des Lebens. Die Asari haben wir jetzt mal angeschaut. Sehr interessant. Ich mag Asari sehr, sehr gerne. Ich finde es schon wunderbar. Würde ich sagen, wir machen mal einen kurzen Break und machen in der nächsten Folge weiter. Bis dann. Bye, bye.